Erst seit November 1918, also seit 100 Jahren, dürfen Frauen in Deutschland wählen gehen. Generationen von Frauen haben dafür gekämpft, Verfolgungen, Verhaftungen und harte Strafen in Kauf genommen. Eine der deutschen Vorreiterinnen ist Luise Otto. Sie bringt 1849 die wöchentlich erscheinende Frauenzeitung heraus. 1873 fordert die Schriftstellerin Hedwig Dohm das Stimmrecht für Frauen. Nur selten bekommt die Frauenbewegung Unterstützung seitens der Männer. Doch auf dem Gründungskongress der SPD 1875 fordert der Politiker August Bebel gegen alle Widerstände das Wahlrecht für alle Staatsangehörige. 1906 bekommen die Finninnen als erste Europäerinnen das Wahlrecht. In Deutschland setzt sich in den kommenden Jahren auch die Gewerkschafterin Paula Thiede für das Frauenwahlrecht ein. Im Januar 1919 können Frauen zum ersten Mal in Deutschland reichsweit wählen und gewählt werden.